In Reinsdorf ist eine historische gusseiserne Wappentafel aufgetaucht. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass sie mehrere hundert Jahre alt sein muss. Der Eigentümer war an die Gemeinde herangetreten, um ihr diesen Fund als Leihgabe zu überlassen. Nun sind Historiker gefragt, der schweren Metallplatte ihre Geheimnisse zu entlocken. Man braucht schon viel Kraft, um die dutzenden Kilo zu bewegen. Die Platte befindet sich derzeit im Besitz der Gemeinde Reinsdorf. Bürgermeister Steffen Ludwig erklärte, wie es dazu kam. Also unser Heimatverein hat von einem Eigentümer eines Bauerngutes in Reinsdorf im Oberdorf eine Information erhalten, dass eine historische gusseiserne Platte dem Heimatverein leihweise und damit auch der Gemeinde Reinsdorf zur Verfügung gestellt werden soll. Die historische Recherche hat ergeben, dass das alte obere Pfarrgut von Reinsdorf gewesen ist und dass diese Platte wahrscheinlich mindestens, das ist heute anzunehmen, seit 1890/91, das hängt mit dem Neubau der heutigen Reinsdorfer evangelisch-lutherischen St. Jakobuskirche zusammen, dorthin verbracht wurde. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt war die Metallplatte sehr alt. Das erkennt man, wenn man den historischen Fund genauer betrachtet. Da sie sehr verrostet ist, lässt sich derzeit aber noch keine exakte Angabe über deren Alter machen. Das gilt auch für die auf der Platte enthaltenen Darstellungen. Ja, also es gibt eine Jahreszahl, entweder 1601, 1691. Und das Interessante an dieser Platte ist also hier eine Wappenplatte, entweder ein Bienenkorb, damit das Wappen der Gemeinde Reinsdorf, oder es könnte natürlich auch eine Jakobsmische sein, nach der Jakobuskirche von Reinsdorf, ein Krummschwert, was also einmal an Jakobus den Älteren erinnern kann, oder auch an die Dürrenkriege und einen Spangenhelm, der also eventuell in das Wappen der Solms zu Wildenfels hineinpasst. Und wir werden also diese Tafel in Kürze nach Stolpen hinter Dresden schaffen. Dort gibt es einen Restaurator, der wird die also säubern, konservieren. Und gegenwärtig sind wir an der historischen Forschung zu dieser Tafel in Zwickau Stadtarchiv, Ratschulbibliothek, bei uns im Archiv der Jakobuskirche. Und wir stehen natürlich eben auch mit Historikern in Verbindung. Und seit gestern Donnerstag, dem 31. März, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass es sich wahrscheinlich um eine Ofenplatte handelt, weil an dieser gusseisernen Wappenplatte ein Falz angebracht ist. Wer Steffen Ludwig kennt, weiß auch um sein umfangreiches geschichtliches Wissen. Auch wenn er kein Profi-Historiker ist, so ist er sich doch sehr sicher, dass dieses Fundstück zu einem Ofen gehörte. Ja, also das kann mit Sicherheit gesagt werden. Die Platte haben wir seit Anfang Februar und sind dort wirklich richtig ganz einfach in der Forschung. Und für uns ist das natürlich ein wahnsinnig tolles ortsgeschichtliches Zeugnis der eigenen Geschichte. Und wir werden, sagen wir mal, die Platte wirklich aufklären. Wir stehen auch mit dem Kunstmuseum in Lauchhammer in Verbindung und wir haben dort alles im Prinzip eingeschalten, was möglich ist. Und es ist natürlich schon eine tolle Sache, so ein Teil ganz einfach, sagen wir mal, erforschen zu können und dann natürlich auch danach Welt zu erhalten. Viele Reinsdorfer, die sich mit der Geschichte ihrer Gemeinde beschäftigen, wollen den historischen Fund natürlich öffentlich ausgestellt sehen. Doch erst muss der Restaurator ran, danach wäre eine Ausstellung für den Bürgermeister eine logische Folge. Also ich darf mal dazu sagen, nachdem sie konserviert und gereinigt ist und wenn der Eigentümer zustimmt, dann werden wir die sicherlich in unserem Heimat- und Bergbaumuseum ganz einfach ausstellen. Aber natürlich auch dann, wenn wir mit der Forschung nach dieser Platte relativ weit sind. Es könnte sein, dass die durch eine Gräfin zu Solms-Wildenfels bei dem zweiten Neubau der Kirche 1690/91 als Teil eines Ofens in dieser Kirche gewesen ist, weil damals müsste man schon heizen. Damals gab es ja nur diese Bedingungen, eigentlich einen Ofen zu bauen. Und die gusseiserne Platte sagt natürlich eben auch, da diesen Ofen, diese Platte gespendet hat, da müsste natürlich eben auch über ein entsprechendes Salär verfügen, also ganz einfach Geld haben, weil die normalen Leute hatten damals nicht das Geld in gusseisernen Öfen. Man sieht es ja auch, dass ja damals Zinn der Herrschaft für Speisen und Getränke vorbehalten war, also Teller und Becher werden ja die normalen Leute ganz einfach hier von Holz gegessen haben. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, welche Geheimnisse die gusseiserne Platte noch preisgibt. Doch schon jetzt ist das Auftauchen dieser Wappentafel für die Gemeinde Reinsdorf als historischer Fund zu werten.